Und damit herzlich willkommen zurück hier bei World of Warcraft. Herzlich willkommen zurück in den Sturmgipfeln. Wir befinden uns hier in der Eisfestung. Werden heute im Auftrag des, wie heißt der Kollege? Des Königs. Ihr, wie heißen die nochmal? Eisenzwerge? Nee. König der Frosterben. So, Frosterben. Glaube ich. Dem werden wir heute wieder so ein bisschen auf die Zähne fühlen. Das letzte Mal hatte ich tatsächlich auch eine Quest angenommen, die ich nicht ganz so schaffe. Ja, ich habe da mir ein Makro zusammengebastelt. Gut, dass ich nochmal die letzte Folge reingeguckt habe. Ich hätte es gerade komplett verpennt mit dem Makro. Ich hoffe, wir finden auch einen kleinen Spieler, der mir hier hilft, weil das schaffe ich wirklich nicht alleine, du. Da muss man auf jeden Fall mir unter die Arme greifen. Bevor es weitergeht, es tut mir leid, dass letzte Woche keine Folge erschienen ist. Das hatte nicht den Grund, dass ich keine Lust hatte, eine Folge aufzunehmen. Wir hatten halt einfach, ihr wisst es, Dienstag nehme ich immer auf und Dienstag hatten wir einen familiären Notfall. Und ich hatte dann auch, nicht so die Lust, dann was aufzunehmen, zumal es dann sowieso immer aus meinem Repertoire rausfüllt. Ich rendere das Video ja hier immer auf Arbeit bei uns, weil der Rechner da mehr Leistung hat, beziehungsweise ich das nebenbei easy machen kann und bis das dann in 4K rausgerendert wurde und blabliblub, hat sich das verabschiedet, die Idee, da ich ja donnerstags und freitags momentan noch Homeoffice mache. Deswegen gab es letzte Woche ein anderes Video am Montag, und zwar eine kleine Rust-Aufzeichnung, die allerdings schon im Januar entstanden ist, mit Ricardo und Dominik. War sehr geil, muss ich sagen. Ich war live dabei, war im Chat, war sehr, sehr lustig an einigen Stellen, aber es ist, glaube ich, nicht für schwache Gemüter. Rust ist da ja nicht gerade zimperlich, was so, einige Dinge betrifft. Also, jetzt starten wir wieder in WoW durch. Ich weiß gar nicht, hatten wir eine Inni irgendwie? Nee, ne? Hallen des Steins. War ich da schon drin? Da muss ich mal ganz kurz vorbeischauen. Nein, das ist natürlich die Questreihe, die uns zu dem guten Bran Bronzebart führen wird. Bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir die Storyline beendet haben. Das werde ich heute vielleicht nochmal feststellen. Ja, also jetzt wieder im normalen Plan. Ich hoffe, das kommt dieses Jahr nicht mehr vor, dass da eine Folge ausfallen muss. Tut mir ja auch leid für alle WoW-Fans, aber ihr habt dafür fast 3 Stunden wunderbare Unterhaltung hoffentlich genießen können. So, jetzt gehe ich erstmal, wo gehe ich erstmal hin? Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem Falkentyp, denn der hat eine Quest für uns tatsächlich. So. Unsere Späher haben im Tal nördlich von hier Eisenzwerge gesichtet. Ich habe zufällig mitbekommen, dass König Sturmherz euch ausschickt, um Drom zu besuchen. Und ehrlich gesagt, mache ich mir wegen denen ein bisschen Sorgen. Falls ihr auf eurem Weg auf Eisenzwerge stoßt, zeigt keine Gnade oder erledigt sie. Schnell für mich, in Ordnung? Ich glaube nicht, dass sie schon wissen, wo genau wir sind oder wie man hierher kommt. Und ich will, dass es auch so bleibt. Hast du etwa Angst, dass ich euch verrate, nur weil ich dann in der Gegend unterwegs bin? Das klingt fast so. Da ist er, der gute Jock Sturmherz, König der Frosterben. Ich weiß nicht, wo sich dieser Kern versteckt, das war euch doch klar. Aber ich habe gesagt, dass ich euch helfe und das werde ich auch. Oh, wie großzügig von dir, das ist schon wieder so ein leichter Großkotz im Anflug. Es gibt da einen Einsiedler namens Dron. Der Typ da hat das genau gewusst, ne? Dron Frostgriff, der in einer Höhle nördlich von hier lebt. Unten im Tal, wir haben uns ein wenig von den Titanen entfernt, da es nur noch so wenige gibt. Aber Drom ist den alten Wegen treu geblieben. Er behält ihre wichtigsten Plätze im Auge und unterhält sich häufig mit dem Bewahrer Kretius. Ihr könnt ihn vermutlich im hinteren Teil seiner Höhle antreffen. Sagt ihm, dass ich euch schicke, dann wird er euch helfen. Okay, aber vorher erstmal noch ein paar Eisenzwerge ausradieren, sozusagen. Wie haben wir jetzt 3 Quests da? Achso, weil das wahrscheinlich genau unten drunter ist. Ja, ich werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen spammen. Bei der Quest brauche ich halt wirklich Hilfe, das habe ich jetzt letztes Mal schon rausgefunden. Ja, mal schauen, ob das dann wirklich so wichtig ist, dass ich die hier für mein Kapitel brauche. Ich würde einfach mal sagen, ja, das Harpien-Problem sieht halt wirklich so aus, als ob ich da Hilfe bräuchte.
Ja, Leute, was ist passiert in der Welt von WoW? Tatsächlich wurde der Patch 9.1 auf den PTR geladen. Ihr wisst ja alles wahrscheinlich, wer hier dieses Projekt verfolgt, der wird wissen, was da alles jetzt kommen wird. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, in welche Richtung sich der Patch entwickelt, ja. Also man ist halt im Schlund unterwegs, ist jetzt kein extrem neues Gebiet. Ich glaube nicht, dass sich Korti ja tatsächlich so abheben wird, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das erstmal so ein kleines Zwischengebiet sein wird. Der Kerkermeister gewinnt an Macht, der wird auch im Ardenwald ordentlich aufräumen, denke ich mal. Und dann geht es halt in den nächsten Raid. Und in dem nächsten Raid wird man wahrscheinlich zur Kammer der Seherin kommen. Und was da geschieht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn aufhalten. Ehrlich gesagt nicht. Also, es wäre schon ziemlich low. Es gibt ja auch Gerüchte, dass das Add-on tatsächlich eher ein kurzweiliger Spaß werden wird. Was ich halt ziemlich krass fände. Aber da die Mitarbeiter bei Blizzard ja die Add-ons schon ziemlich weit im Voraus planen, müssen sie ja auch in der Story relativ weit vorangeschritten sein. Würden die das tatsächlich einkürzen wollen, dann würde das bedeuten, dass sie die Story extrem kürzen müssten. Was dann wahrscheinlich auch der Fall sein wird, ist, dass es dann komische Story-Entscheidungen geben wird. Wie zum Beispiel, dass der Kerkermeister jetzt vielleicht doch aufgehalten wird und sich ein neuer Feind auftut. Fände ich schon ziemlich low, muss ich sagen. Auch wenn der neue Feind dann Sylvanas wäre, wobei ich immer noch glaube, dass Sylvanas auf jeden Fall nicht vor dem Kerkermeister sterben wird, weil sie zweifelt ja. Ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch Sylvanas stirbt bei dem Endboss-Fight. Also da muss wirklich irgendwas anderes passieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Man hat in den Cinematics schon sehr, sehr viel Zweifel gesehen von Sylvanas und auch bei der Unterhaltung zwischen ihr und Anduin. Ich glaube nicht, dass sie die so einfach opfern. Das macht für mich 0,0 Sinn. Ja. Aber wenn Blizzard halt wirklich was kürzen muss, dann kann es sein, dass Sylvanas so ein bisschen drunter leidet. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, was wäre das andere Szenario, wenn der Kerkermeister nicht aufgehalten wird, was im normalen Addon-Verlauf natürlich jetzt Sinn machen würde, weil es wurde ja am Anfang gesagt, der Kerkermeister wird der Endboss des Addons. Ja, das haben sie ja zwischenzeitlich zurückgerufen. Ob sie das gemacht haben, weil sie wussten, das wird ein kürzeres Addon. Und die opfern den Kerk... Oh, eine Kiste. Die opfern den Kerkermeister quasi... Stoff. Nichts für mich. Die opfern den Kerkermeister gerade, um vielleicht irgendwas anderes aus dem Hut zu zaubern. Ich glaube nicht, dass es dann der finale... Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, der Kerkermeister entkommt aus dem Schlund. Und ich glaube auch, der wird irgendwo hingehen. Ich hoffe mal nicht, also das wäre so für mich komplettes Worst Case, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn er jetzt sagt, ja, ich hau aus dem Schlund ab. Erstmal nach Azeroth gehen. Wieder schön altes Gebiet recyceln. Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, da dann ist nicht so viel Arbeit, ne? Für die Entwickler bei Blizzard. Ist nicht so viel Arbeit. Einfach altes Gebiet ein bisschen hübscher machen. Ist jetzt nicht ganz so viel Arbeit, wie ein komplett neues Gebiet aus dem Boden zu stampfen. Ne? Das ist natürlich auch eine Option. Ne? Aber ich hoffe, es wird nicht so ein Sott-Ding, wo. Also, wie gesagt, das Endgame von Shadow, also das richtige Endgame, der letzte Inhalt-Patch, der quasi mit BFA kam, wo man da auch in die verschiedenen Gebiete musste, in Uldum und Tal der ewigen Blüten und blablabla, habe ich zwar alles storymäßig durch, aber ich habe da jetzt nichts gefarmt, um mir diesen Umhang da, um diese verheerenden Visionen oder wie die hießen, mir einzuverleiben, um da meinen Umhang zu pushen und ach wie geil und blabliblub. Wobei die Animation war schon geil, aber für mich halt nicht Ansporn genug, sodass ich da in Ruhe dann noch meine Drohne gemacht habe und oh Gott, okay, das war dumm. Ja, ich hoffe nicht, dass das wieder so wird, dass ein Gebiet recycelt wird. Also, das Jenseits besteht ja nicht nur aus diesen vier oder fünf Zonen. Also, Ravendread, Ardenwald, Maltraxxus, Bastion, Schlund. Oribos ist zwar die Hauptstadt, aber da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Portalmöglichkeiten. Und ich denke, dass wir tatsächlich im Jenseits auf eine andere Welt treffen. Das hoffe ich und das wäre wirklich das Best Case, glaube ich. So, Dromfrostgriff hat den Boden fest im Griff. Drom hustet ein wenig Blut aus. Ah, der lebt noch, der Boy. Ja, ist ja noch full life, ne?
Norganons Kern, sagt ihr. Ich habe einige Tage damit verbracht, mehr darüber herauszufinden, aber das scheint eines der Relikte zu sein, die noch immer gut beschützt sind. Vermutlich aus gutem Grund. Wenn König Sturmherz euch hergeschickt hat, dann muss es etwas Nobles in. Da muss er etwas Nobles in euch sehen. Und ich werde mich dem Wunsch meines Königs widersetzen. Nicht widersetzen, wollte ich schon sagen. Ich habe den Kern nie gefunden. Doch ich habe oft mit Hüter Kretus gesprochen. Und das, was er sagt, oder besser, das, was er nicht gesagt hat, hat ihn verraten. Ihr findet Kretus auf der anderen Seite der Berge, gen Osten in den Fußmarschen, wo er über die Maschine der Schöpferwache hält. Es kann gut sein, dass sich der Kern dort befindet. Doch zuerst müsst ihr Kretus Gunst erlangen. Also Questgebiet, kleines. Die Eisenzwerge sind hier gewesen und haben nach etwas gesucht. Es ist gut möglich, dass sie nach dem Kern gesucht haben. Sie haben mir meinen Ring weggenommen. Findet ihren Anführer, erlangt meinen Ring zurück und legt diesen dann Kretus vor, damit er weiß, dass ich euch geschickt habe. Okay, und soll ich dich jetzt hier einfach so liegen lassen? Kommst du klar, mein Freund? Brauchst du irgendwie einen Verband? Soll ich dich retzen? Soll ich dir einen kleinen Trank geben? Soll ich ein Zäpfchen einführen? Was hättest du denn gerne? Du chillst hier, ne? Er atmet nicht mal. Finde ich gut. Oh. Ich muss den Boss irgendwie finden. Ja. Ich weiß halt nicht, wie Anduin dann noch involviert wird. Wie weit Anduin noch involviert wird. Ich denke, er würde eher Anduin oder Sylvanas zurücklassen, damit er fliehen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Sylvanas irgendwie noch geläutert wird. Also, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Schon weil sie so Zweifel hatte. Ich glaube nicht, dass sie stirbt. Was dann natürlich wieder interessant ist, wenn sie auf Tyrande trifft. Was danach mit ihr passiert, wenn sie auf Tyrande getroffen hat. Gut, kann keiner wissen, ne? Vielleicht versinkt sie auch. Oder sie weiß, was sie getan hat. Wobei, aha, man weiß ja nie, in welchen... ob sie das bewusst getan hat oder was weiß ich. Halt, wenn der Kern in eurem Besitz ist, setzt ihn bitte vorsichtig... was? Sturmgeschmiedete, nicht wenn ich noch ein Wörtchen mitzureden habe. Oh, der lebt wieder. Das ist aber sehr nett. König Stürmers wollte, dass ich vorbeischaue und meine Hilfe anbiete. Seht, oh. Ja, wie hast du mich denn... Das war jetzt der Anführer? Astrigana Eisschrei. Ja, das ist die alte. So, schön posten. Ich habe halt wieder relativ lange keinen Spieler mehr getroffen. Keinen freundlichen Spieler, sage ich mal. Wäre, glaube ich, aber schon vom Vorteil. Vielleicht kann ich dann direkt nochmal nach Dalaran. Und vielleicht finde ich da jemanden. Oder beziehungsweise ich sollte nach der Folge auf jeden Fall... Weil am Ende der Folge mal kurz nach Dalaran. Vielleicht treffe ich da jemanden, der mir helfen kann. Jetzt muss ich erstmal raus hier aus der Höhle irgendwie. So, das haben wir. Unwillkommene Gäste, der einsame Wächter. Wir werden jetzt erstmal zum einsamen Wächter fliegen. So. Ja, wie kann es dann weitergehen? Neues Gebiet, blablabla, was er einnimmt. Vielleicht irgendwelche Verbündete. Vielleicht haben die Mittler damit was zu tun. Der neue Dungeon auf jeden Fall auch sehr interessant. Besucht auch Orte von Azeroth. Ja, kann man schon mal machen. In Form von so einem Dungeon ist ja nicht das erste Mal, dass Blizzard auf diese, ja, aus dieser Trickkiste was hervorzaubert. Aber der Kerkermeister wird seinen Willen erstmal bekommen. Das ist ganz klar. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, weil sonst wäre das Addon ja wirklich schon zu Ende. Und das, also, das, nee. Kann ich mir, also das wäre wirklich so eine sehr, sehr große Schande. Muss ich gestehen. Ah, hier ist Kretus. Ja, moin, dich kennen wir ja schon, ne? Hallo Wogen, es erfreut mich zu sehen, dass ihr euch dazu entschlossen habt, meine Bekanntschaft nicht mit der Klinge, sondern mit der Zunge zu machen. Meiner Erfahrung nach scheint das in letzter Zeit eine immer seltene Eigenschaft unter euresgleichen zu sein. Okay, Dromsring, dass er euch nicht selbst vorgestellt hat, was dass er euch nicht selbst vorgestellt hat, lässt mich darauf schließen, dass es ihm nicht gut geht. Tut mir leid, das zu hören. Drom ist ein nobler Zwerg, wenn auch ein Neugieriger. Nun denn, weshalb seid ihr hierher gekommen? Norganons Kern befindet sich nicht an diesem Ort. Und ich bin mir sicher, nicht sicher,
warum ihr danach sucht. Wo. Ebenso unsicher bin ich mir darüber, ob ihr wirklich wisst, welchen Nutzen der Gegenstand hat, nach dem ihr sucht. Ich möchte, dass ihr mir helft, bevor ich darüber nachdenke, euch meine Hilfe anzubieten. Vor kurzem habe ich etwas über den Behüter Thorim erfahren. Seine Machtposition wird ihm streitig gemacht. Und sein weiteres Schicksal steht in den Sternen. Das beunruhigt mich, weil ich nichts über die anderen Behüter weiß. Macht euch diesen Datenbank zunutze, um ihre Tempel gen Nordosten zu durchsuchen und setzt mich über das Ergebnis in Kenntnis. Und wir bekommen Schuhe, die uns nichts bringen. Ja, was gibt's noch? Fliegen wird halt freigeschaltet mit 9.1. Man kann im Schlund Kerkermeister-Auge deaktivieren. Es wird Events im Schlund geben. Was ich ganz geil finde, ist, dass sie das Cap von der 8000er Seelenasche entfernt haben. War ja mein Ziel, mir 8000 zu verdienen. Aber das ist ja jetzt sowieso wieder gescheitert. Um das Legi das nächste Mal aufzuwerten, dann kommt eine neue Währung ins Spiel. Toll, ne? Ich dachte, ich muss in Torgas nie wieder rein. Oh, was ist das hier? Tempel der... Okay, ich setze jetzt einfach mal das Ding ein. Tempel des Erfindungsreichtums erforscht. Analyse des Tempels des Erfinderreichtums eingeleitet. Interessantes Gerät. Tempel des Erfindungsreichtums intakt. Verifiziert. Ich hoffe, du ziehst ja keine Aufmerksamkeit auf dich. Wow. Kann es sein, dass hier vorher einer war? Geil, den hätten wir erforscht. Auf zum nächsten. Ich bräuchte halt wirklich nur einen Spieler, ne? Ein Spieler, der mir hier hilft. Könnte man eigentlich mal ein kleines Bild von machen, ne? So. So ein kleiner Tempel. So. Nee. Ich glaube nicht, dass es ein Spieler war. So, dann erkunde mal hier. Analyse des Tempels des Winters eingeleitet. Tempel des Winters intakt, verifiziert. Tempelwächter verstorben, verifiziert. Schwefelgeruch hinweist darauf, dass Tod durch feuerbasiertes Wesen hervorgerufen wurde. Geil. Tempel. Ne, Terrasse der Schöpfer. Oha. Ja, schon ein bisschen weiter oben. Wie sieht's eigentlich hier aus? Mit Werbt ein Freund. Habe ich schon das nächste freigeschaltet? Nein. 5 Monate. Kriegt man 36 Tage WoW-Zeit. Toll. Könnte man wenigstens die Marke rausgeben. Das ist so dumm, ne? Finde ich irgendwie. Die Marke würde viel mehr Sinn machen. Ich glaube, das wird dann trotzdem dem Abo angerechnet. Finde ich sehr dumm. Könnte man ja Gold machen, ne? Sehr dumm. So, jetzt ist er frei. Jetzt wird er wieder gerufen. Na komm schon. Analyse des Tempels der Ordnung eingeleitet. Oh, der fliegt aber hoch. Tempel der Ordnung intakt. Verifiziert. Verifiziert, ne? Verifiziert? Gute Frage. Keine Anzeichen für Kampfhandlungen.
präsent. Keine Wächter präsent. Oha. Ob das ein gutes Zeichen ist? Behüter Tür nicht länger präsent. Verifiziert. Analyse abgeschlossen. War's das schon? Nee. Oha. Der Tempel sieht aus. Tempel des Lebens. Der ist. Wenn der schon auf der Map so. Oh, was geht da denn ab? Da muss ich mal kurz hinfliegen. Ach, Tauren. Ah, das ist wahrscheinlich die. Ist das ein Hordelager oder? Da muss ich mal ganz kurz vorbeischauen. Ich bin ja neugierig. Ich habe sogar eine Windmühle gebaut. Geil. Aua. Das hat jetzt aber wehgetan. So. Fängst du von alleine an oder? Analyse des Tempels des Lebens eingeleitet. Da ist eine Höhle. Tempelwächter nicht länger präsent. Dem Tempel zugehörige Pflanzenformen sind verschwunden. Hüter Freya nicht länger präsent. Verifiziert. Analyse abgeschlossen. Ja, die chillt doch im Schollasar-Becken, oder? Das hast du sehr schön zusammengefasst. Okay, dann gehen wir. Nicht im Schollasar-Becken. Doch, im Schollasar-Becken. Die Storyline haben wir ja auch schon beendet. Das ärgert mich mit der Harp hier, ne? Das ärgert mich richtig. Bis jetzt im WOTLK ohne Probleme vorangekommen, aber das Harpien-Problem, denke ich, ist, oder warte mal, kann man? Warte. Allgemein, lokale Verbindung, wo kann Ereda? Welt. Benutzer definiert. Chat-Channels. Ich bin auch gerade wirklich der Einzige, oder was? Es gibt keine andere Spezies. Standard Mikrofon testen. Wo kann Ereda? So. Die Neuigkeiten, die ihr mir überbringt, wiegen in der Tat schwer. Das Schicksal der verbliebenen Behüter ist ungewiss, aber ihre Abwesenheit verheißt für alle Länder Azeroths nichts Gutes. Ich muss eure Informationen aus der Datenbank auswerten und versuchen, mir einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Ich glaube, ich bin im Besitz von Informationen, die für euch im Augenblick wichtiger sind. Daher werde ich zuerst an den besagten Informationen teilhaben lassen. Euch an den besagten Informationen teilhaben lassen. Geil aufgewertet, bringt mir nur nichts. Während eurer Abwesenheit wurde mir das Privileg einer Unterhaltung mit dem Zwerg Bran Bronzebart zuteil. Er gab mir zu verstehen, dass seine Aufgabe die Suche nach dem Schlüsselstein sei. Es stimmt mich zufrieden, dass seine Absichten zufriedenstellend sind. Dieser Zwerg, so glaube ich, könnte das Wesen sein, für das der Schlüsselstein geschaffen wurde. Norgannoms Kern befindet sich im eisigen Grab gen Südosten. Seine Bewacher sind uralte Wesen aus Eis. Sie werden euch nicht willkommen heißen. Besiegt die Wächter und beschafft den Schlüsselstein. Ihr habt meinen Segen gerufen. Okay, dass es jetzt doch so einfach geht. Ich dachte, die schicken mich gleich
aus Eis. Das ist die Frostriesen. Die hier wahrscheinlich, ne? Klagegeist. Eisgebundener Klagegeist. Wobei, vielleicht ist das... Ne, es ist Brunhilde da. Ich glaube tatsächlich, dass das die Höhle ist. Die machen gut Balla Balla. Bin mir gerade nicht sicher, ob das tatsächlich der Weg ist, den ich gehen sollte. Vor allem mit dieser Kugel da. Ich glaube nicht, ne? Ah, doch, tatsächlich. Und wieder mal bin ich dankbar, dass ich mich für die Klasse des Schurken entschieden habe. So, hoch, runter. Wo geht's lang? Ich glaube ja runter, ne? Guckt man hier irgendwie? Nee, ne? Scheiße. Shit. Ja, das Problem hat man natürlich bei den WOTLK Classic Servern, die wahrscheinlich irgendwann kommen, nicht, dass niemand in dem Gebiet ist. Geil, wenn ich vorstelle, also nie, das wird nie passieren. Oha, hier, das ist ja... Oha, ewiger Wächter, oha, richtig ewig. So, dann schauen wir mal, ob ich hier was reißen kann. War einfach, erstmal abbauen. So. Die Truhe öffnet sich, Luft entweicht und erfüllt die Kammer mit einem modrigen Geruch. Als Jäger, läge dort etwas, das schon seit unzähligen Jahren hier gewesen ist. Noranons Kern liegt auf dem Boden der Truhe, von den Jahren unberührt. Oha! Als ihr den Kern aus der Kiste nehmt, hört ihr donnernde Schritte im Gang, die sich euch nähern. In der Ferne ist leise der Klang eines Kampfes zu vernehmen. Bringt Noranons Kern zu Kratos in die Fußmarschen. Oh! Wächter von Vorkan. Grüße, ich möchte euch ungern drängen, aber da ich eine Armee von Eisenzwergen, die Kratos und euch an was auch immer ihr zu tun versucht, hindern möchten. Gut, dass du mich beschützt, mein kleiner Freund. Aber ich komme schon alleine klar, ne? Ich brauch dich nicht unbedingt. Ich schleiche da jetzt einfach durch, ne? Es tut mir leid, dass du dich jetzt hier... Aber wenn du dich hier durchgeschlichen hast, würdest du ja auch wieder zurückkommen. Also... Scheiße. Natürlich werde ich mit aufgedeckt. Nicht so geil. Weiß ich nicht. Ich muss unbedingt zum Transmogifizierer, ne? Unbedingt. Und wenn wir jetzt hier durch sind, werde ich einfach in Dalaran rumgehen und gucken, ob da irgendjemand rumrennt, der mir helfen kann. Weil das ist schon ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, ne? Das ist schon auf jeden Fall ärgerlich. So, wie komme ich jetzt hier raus? Schon da lang, oder? Ja. Was? König Sturmherz hat Wind davon bekommen, dass die Eisenzwerge hier unterwegs sind und hat die besten Krieger mitgenommen, die er in der Eile auftreiben konnte. Das ist aber sehr, sehr nett von dem Guten. Das ist doch nicht der Ausgang. Da ist der Ausgang. Ja, doch nicht hoch, glaube ich. Okay. Dann ändere ich eben. Nee, da. Zahle auch TG. So. Mal gucken,
Nein, hier geht's doch nicht lang. Oh, ich krieg die Krise. Ah, sehr gut. Die fighten da noch. Sehr, sehr gut. Oh, lol. Oha. Wenn er schon da so da steht, dann weiß ich, dass wir hier irgendwas noch machen müssen. Jemand nutzt die Seelenschmiede, um diese Armee zu erschaffen. Ulduar ist nicht mehr sicher, Wogen. Konntet ihr den Kern finden? Ja. Jemand nutzt die Seelenschmiede, um diese Armee zu erschaffen. Ulduar ist nicht mehr sicher. Wogen, ich freue mich, dass ihr von diesen Monstrositäten zum Kern gelangt konntet. Vor den Monstrositäten. Zum Kombinieren des Schlüsselsteins benötigt ihr Nurgamons Bindung, ein Gerät, das sich in der Maschine des Schöpfers in der großen Grube neben uns befindet. Bran müsste inzwischen mit der anderen Hälfte des Schlüsselsteins da unten sein. Ich habe ihn in Bezug auf den Gebrauch des Geräts instruiert. Er erwartet euch. Ich werde tun, was ich kann, um diese Eisenzwerge abzulenken, aber ich weiß nicht, wie lange ich sie aufhalten kann. König Sturmherz wird in Kürze mit ein paar seiner Männern in der Eisenfestung eintreffen. Und bei der Verteidigung zu helfen. Bitte beeilt euch, Wurm. Was für eine Grube? Ach, die Grube. Oh, da fliegt auch einer rum. Da unten ist Bran. Tatsächlich. Das ist auch eine gute... Gutes Thumbnail. So. Brans Flugmaschine. Ne. Was ist das denn? Ach, da oben steht er. Ah, lol. Nö, ist mir jetzt, da bin ich jetzt zu faul. So. Moin, mein Boy! Die Antworten sind hier. Ich fühle es. Hallöchen, Kamerad. Schön, euch zu sehen. Habt ihr ihn gefunden? Ihr seid brillant. Wirklich brillant. Das ist wahrlich ein glorreicher Tag. Schnell, gebt mir den Kern, bevor die Zwerge hier auftauchen. Aha. Das war's. Wir haben endlich den Schlüsselstein. Es ist schön. Ich bin schon mehr als einmal um die ganze Welt gereist, aber wegen dieses Dings war ich wieder so aufgeregt wie ein kleines Kind. Allerdings dürfte jetzt wohl nicht der richtige Zeitpunkt sein, um durchzuatmen und den Stein zu bewundern. Wir müssen von hier verschwinden. Steigt auf meine Flugmaschine und sorgt für Deckung, damit wir bei unserer Flucht von diesen Eisenzwergen geschützt sind. Begleitet Bran Bronzebart und seine Flugmaschine zur Eisfestung. Behaltet den Horizont. Okay, dann wollen wir mal, ne? Tülü-Maschine. Oh, das ist eigentlich auch ganz geil. Okay. So, los geht's. Oh, warte mal. Wie kann ich denn... Ah, hier. Oh, lol. Ich kann euch nicht genug für eure Hilfe bei der Zusammensetzung des Schlüsselsteins danken. Großes wird daraus erwachsen. Das kann ich euch versichern. Ich hoffe, wir kommen überhaupt raus. Oh lol. Ah lol, deswegen. Eisenzwerge überall, sie sind auf dem Weg runter vom Gipfel. Sie sind wahrlich hartnäckig. Alles klar, deswegen kann ich nirgends sitzen, weil ich muss fighten. Fighten, fighten, fighten. Sie versuchen den Flieger abzuschießen. Ich kann nicht steiler hochziehen. Ihr müsst sie von uns vom Leib halten. Ja, gegen die Ballerei kann ich aber auch nichts machen, mein Freund, ne? Oh lol. Fast so spannend wie mit Harrison Jones aus so einer Krypta zu fliehen. Oh, der Weg nach oben ist aber auch heftig. Oh, da kommen sie wieder gleich drauf gesprungen. Na, ihr kleinen Pisser. Da vorne sind noch mehr. Macht weiter. Chill, Bro.
Oh, geht das? Kann ich den Skill anwenden? Hochspringen? Nee, ne? Schade. Boah. Das wird Miroslav. Oh, lol. Na, wo bist er? Da ist er. Nice. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ein bisschen weiter. Junge. Erhöhe mal dein Fluglevel. Dein Flugskill. Oh, Junge, der kassiert. Das ist auch ein geiles Fluggerät, ne? So, sehr gut. Boah, die ballern immer noch. Scheiße, hier ist alles voll jetzt. Solange uns nicht ein verstreuter Felsbrocken vor diesen Riesen trifft, sollten wir es geschafft haben. Aber das ist ein ganz schönes Durcheinander da unten. Du sagst es. Oh, die Adler haben sie runtergeholt. Ihre Anzahl ist unglaublich. Ich bin froh zu hören, dass König Sturmherz euch zur Hilfe gekommen ist. Ich höre nur Gutes von ihm. Es ist wahrlich höchste Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ja, Gott sei Dank wissen die auch nicht, die Eisenzwerge, wo hier die Eisfestung ist, ne? Armer Kretus. Er war ein guter Hüter. Ich bin froh, dass er zumindest die Vollendung seines Werks erlebt hat. Ich bin mir sicher, das war alles, was wichtig für ihn. Ah, oh, was für ihn zählte. Scheiße, die haben sogar den umgehauen. Okay, krass. Bin ja gespannt, ob wir jetzt in die Inni müssen. Noch. Das wäre sehr interessant, aber die Folge ist auch leider gleich vorbei. Schade. Ich werde trotzdem mal mein Glück nochmal versuchen am Ende der Folge. Und nach Dalaran spazieren. Vielleicht kann mir jemand doch helfen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Kapitel gleich abschließen werden. Und wenn wir dann noch die Königin umhauen, ist es natürlich super duper duper. So. Hat mir aber auch keiner geschrieben. Wir nähen uns der Eisfeste. Ich wäre euch verbunden, wenn ihr mich König Sturmherz vorstellen würdet, bevor ihr geht. Ich glaube, wir stehen beide tief in seiner Schuld. Ja, hier, Bran. Jörg, Bran. Genau. Bei allen Göttern, es kann nicht sein. Moradin? Wie war das? Redet ihr mit mir, Junge? Komm schon, Junge, ohne jeden Zweifel, du bist es. Erkennst du etwa deinen kleinen Bruder nicht? Mein Bruder? Ja, ich habe Brüder. Das ist Moradin! Wollt schon sagen, Allah! Bran? Ich kann es nicht glauben, du warst doch tot. Alle Berichte bezeugten es. Was ist passiert, Moradin? Wie bist du hierher gekommen? Ich weiß nicht, Bran. Ich war eine lange Zeit hier. Alles, was mir... Och, Mann. Alles, was mir von meinem Leben, bevor ich an diesem Ort geblieben ist, sind Blitze und Albträume. Es tut gut. Oh Mann, boah, ich komme komplett durcheinander. Es tut gut, dich zu sehen, Bruder. Mehr, als ich in Worte fassen könnte. In der Tat, Magni wird auch so froh sein, dich wiederzusehen. Er hat schon seit einiger Zeit nichts als schlechte Nachrichten bekommen. Aber das war alles andere. Azerit! Was sucht ihr unter als ob, Magni! Azerit! 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 Wie können wir Zwerge euch helfen? Oh nee, das sind mir zu viele Konversationen, Alter. Genau, in der Tat, Magni wird auch froh sein, dich wiederzusehen. Er hat schon seit langer Zeit genau... Er ist hier in Nord, ein Bruder, und sucht dich. Ein Seher in Wintergarde hat die Kunde davon gebracht, dass du nicht tot bist. Da ist er sofort von Eisenschmiede aufgebrochen, um dich zu suchen. Magni Bronzebart, seht, Lagnus, ich halte euch für einen fähigen Mann, aber meine Geduld ist bald am Ende. Ich weiß, dass Moradin hier ist, also werdet ihr mir sagen, wo ich ihn finde, oder nicht?
wo wir schon davon reden. Bruder, da bist du ja. Ich kann meine Augen kaum trauen, du lebst. Magni, vergib mir, meine Erinnerungen kommen langsam wieder, Bruder. Es tut gut, dich wiederzusehen, Muradin. Und was höre ich da? Du bist nun aus eigenem Recht König? Die Bronzebarts waren schon immer zu etwas Großem bestimmt. Die Frosterben waren sehr gut zu mir. Sie sind ein starkes Volk. So scheint es. Und du selbst hast auch keinen einzigen Muskel weniger. Kannst du dich an irgendetwas erinnern, was passiert ist, Muradin? Während deiner Abwesenheit hat sich das Schicksal gegen uns verschworen. Nicht viel, Magni. Ich hatte Albträume von einem Menschen. Groß, lichtes Haar, pechschwarze Rüstung. Sein Name liegt mir auf der Zunge, aber... Oha. Arthas. Magni nickt. Er ist nicht mehr der Junge aus deiner Erinnerung, Muradin. Er ist etwas ganz anderes geworden. Ja, ich weiß. Ich habe gesehen, wie er sich verwandelt hat. Habe gesehen, wie er alles aufgegeben hat, was rechtens ist, und habe keinen Finger gerührt. Ich habe noch nicht einmal daran gedacht, bis es zu spät war. Das liegt in der Vergangenheit, Muradin. Reue kann nichts ungeschehen machen. Nein, das werden sie nicht. Aber ich kann es wieder gut machen. Ich muss einfach. Ich gehe dem Jungen nach. Ich werde ihn für alles, was er getan hat, gerade stehen lassen. Bist du sicher, Muradin? Ich habe dich gerade erst wiedergefunden, nach all den Jahren, in denen ich dachte, du wärst tot. Ich will dich nicht gleich wieder verlieren. Ich bin mir sicher, Magni. Ich werde... Ich werde diese Sache überstehen. Mach dir keine Sorgen. So sei es denn. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, Bruder. Kehrt in einem Stück zu mir zurück. Gut, pass auf dich auf, Muradin. Ich würde dich ja begleiten, aber ich stehe am Anfang der unglaublichsten Entdeckung, die Welt bisher gesehen hat. Ich kann hier jetzt nicht weg. Geh, Bran. Bring mir eine epische Geschichte mit, wenn wir uns wiedersehen. Nun leb wohl, Brüder. Leb wohl, Bruder. Ey, holy shit. Blizzard, was stimmt mit euch nicht, dass ihr diesen Dialog vertont habt? Jetzt mal ohne Witz. Jedes Mal, wenn Arthas ankommt, ja, das müssen wir vertonen, auch wenn er bloß zwei Sätze spricht. Und dann ist das hier einfach der größte Lore-Zweig, den ich in WOTLK erlebt habe, ohne Witz. Und ihr vertont das nicht. Alter, Muradin, Bran und Magni sind Brüder. Das wurde mir jetzt erst richtig klar. Jetzt habe ich das begriffen. Jetzt bin ich in dieser Lore drin. Magni ist noch nicht aus Azerit. Nicht aus Azerit. Ja doch, pures Azerit ist er ja, ne? Ist er Azerit? Nee, Kristall. Irgendwas, was mit ihm geschieht, werden wir vielleicht auch noch rausbekommen. Wahrscheinlich, weil ich lese hier wirklich jede Quest. Aber das ist richtig geil. Aber dass ihr das nicht vertont habt, ja? Schämt euch. Schämt euch, Blizzard. Ohne Witz. Also, das ist so heftig, dass diese drei Personen aufeinandertreffen. Das ist so krass, ne? Ich dachte für einen Moment, das ist ein anderer Spieler. Ja. So viel dazu. Jetzt posten wir nochmal ganz kurz hier das Ding. So. Fjorin Frostbraue. Schlechte Neuigkeiten, Kamerad. Diese Eisenzwerge scheinen immer mehr zu werden. Wir haben sie über die ganze Berge verstreut gesehen. Das riecht nach Krieg. Habt Dank dafür, dass ihr euch um dieses Pack gekümmert habt. Wir haben dadurch etwas mehr Zeit gewonnen. So. Jetzt reden wir mal mit... Velok, wer bist du? Ach ja, ihr seid losgezogen. York, wäre nie drauf gekommen, dass es Magni ist. Ich dachte schon, also ich wusste, also... Als ich das gelesen habe mit Blitzen und großer Avatar, okay. Ich wusste aber nicht, dass das nur Muradin kann. Ich dachte, das können vielleicht alle höheren Zwerge. Deswegen habe ich das nicht weiter beachtet. Aber jetzt macht auf einmal alles Sinn. Ne? So, Velok. König Sturmherz möchte euch seinen aufrichtigsten Dank dafür aussprechen, dass ihr ihn und seine Brüder wieder zusammengebracht habt. Es scheint, als wäre er losgezogen, um eine Rechnung zu begleichen. Vielleicht werdet ihr ihn vor Arthas Türschwelle wieder treffen. Das merken wir uns. Und damit haben wir auch
diesen Geschichtsstrang beendet. Und es ist tatsächlich so, wie ich gedacht habe. Die Harpien-Anführerin ist der letzte Punkt, der uns hier noch bleibt. Denn dann könnten wir theoretisch ab nächster Woche, und das wird sowieso der Fall sein, nach Eiskrone. Und zwar in das letzte Gebiet und da schön straight zum Magentum-Kreuzzug, weil da gibt es dann auch wieder Dailies. Da freue ich mich besonders drauf, aber jetzt gehe ich erstmal zurück und trinke jetzt mal einen Schluck. Wäre natürlich auch eine Idee, nach Sturmwind zurückzugehen. Und dann könnte ich das dann auch nochmal in den Chat posten. Vielleicht findet sich ja jemand, der mir da hilft. So, jetzt bin ich gespannt. Schnellbeitritt? Nee, hier, Chat-Channels, allgemein. Eriana, keine Ahnung, wo die ist. Oder er. Kann natürlich auch ein männlicher Name sein. Aber es ist gut, dass ich mir das gemerkt habe, dass es hier ist, sonst würde ich hier rumirren. Witzig, dass sie auch auf Erida ist. Handel. So, schauen wir mal. Ich fliege einfach mal hier ein bisschen rum. Es ist wirklich schade, dass es am Ende an so einer Quest quasi scheitert, dass wir heute hier das Gebiet beenden können. Vielleicht ignoriert sie mich auch. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus, als ob hier irgendwo ein Spieler rumrennt. Meistens stehen die ja an der Bank. Sieht es nicht so aus. So. Ja, bevor ich hier noch Ewigkeiten rumirre, werde ich, denke ich mal, wirklich nach Sturmwind gehen und da mal fragen. Beziehungsweise, ich werde, denke ich, kann ich das kopieren? Kopieren. Lokale Verteidigung, allgemein Dalaran, Nordend. Handelschat wollte ich. Was ist denn Handelschat? Handelschat ist, Hey, brauchen wir wieder ein bisschen Interaktion, ne? Handel. 2. Schreibe ich die jetzt alle an? Zwei. So, Handelschat ist auch raus. Letzte Option wäre dann tatsächlich Sturmwind. Ich guck mal kurz, ob Denkster zufällig on ist. Nee, Sunny, ich weiß nicht, ob Sunny einen Charakter hat bei der Allianz. Ich weiß, dass sie einen Hordler auf Erida hat. Nachtgeborene. Nachtgeborene sind, glaube ich, Kurden, ne? Das sieht nicht... Shit. Okay, ich werde jetzt, glaube ich, mal nach Sturmwind gehen. Nee, hier nicht. Hier ist das große Lager, ne? Das große Portal. Kann mir von euch Klassenlehrern mir helfen vielleicht? Das wäre sehr knurke.
Oh Mann. Soll eigentlich keine XL-Folge werden. Komm schon. Ladebildschirm. Auf Doom. So, allgemein Sturmwind. Jetzt bin ich gespannt. Ob es hier bei der Allianz noch Spieler gibt, die einem Unerfahrenen, ihr seht es nicht, aber ich mache hier diese Anführungszeichen, Gänsefüße, unerfahrenen Spieler, ja, der nubihaft ist und sich nicht alleine helfen kann, bei einer Quest helfen. So, wir warten mal noch ganz kurz. Ah, shit. Da habe ich einen Rechtschreibfehler. Auch. Speichern. So. Okay. Geil, da sieht man mal wieder, ja, es ist natürlich ein Spiegelbild, was der WoW-Community vorgehalten wird, beziehungsweise den Allianzlern, sage ich jetzt mal ganz frech. Klar, man muss mir nicht helfen, aber dass sich hier niemand meldet, ja, dass sich niemand meldet in der Hauptstadt der Fraktion, finde ich schon ziemlich krass. Also das ist schon echt eine Dreistigkeit, die seinesgleichen sucht, denke ich. Also holy shit. Also Mann, Mann, Mann. Die sind alle so in ihrem Tunnel. Das ist krass. Das ist richtig krass. Oh. Zack. Hätte ich nicht gedacht. Akal Hektar. Ja, Akal Hektar. Das ist natürlich sehr witzig. Das wäre witzig. Das wäre witzig. Okay. Das wäre echt witzig. Warte mal, ich gehe erstmal ganz kurz zurück. So. Wo ging's jetzt nochmal? Jetzt bin ich gerade wirklich ein bisschen verwirrt, ey. So. So. Da. Ausblenden. Klapsmühle. Rein da. So. Nice. Okay, dann warten wir mal auf Sunny. Wunderbärchen. Ich werde dann erstmal wieder nach da rangehen. Das ist auch eine Premiere. Sunny war ja noch nie in
diesem Projekt zu Gast? Denkst du ein paar Mal? Aber so oft empfange ich hier auch keine Gäste. So, dann... Porten ist ja auch schlecht. Hier rennt auch kein anderer rum. Ja gut, dann lassen wir das einfach. Die Typin antwortet mir auch nicht. Ist ja richtig unfreundlich. Ach ja. Allianzler. Gut. Sei jetzt nicht gesagt, dass mir jemand auf der roten Seite geholfen hätte, ne? Aber, kann ich behilflich sein? Ist er tatsächlich hier. Bis bald. Sirana! Ist ja Gott sei Dank nicht allzu weit. Ja, dann hätten wir das dann auch. Das ist doch eine ganz geile Sache. Dass sich niemand findet. Ich finde das so dreist, ne? Ich finde das schon dreist. Ich bin nie auf irgendwelche Hilfe angewiesen. Moin. Hallo. Ich unterbreche nur ungern meine Walking Dead Session. Oha. Herzlich willkommen im Projekt Der einsame Wolf, Sunny. Ich habe jetzt leider kein Champagner. Du bist live on air oder so. So oder so ähnlich. Ich habe sogar extra ein Match genommen, wenn es dich kostet. Oha. Ey, es hat mir keiner geholfen. Ich habe Sturmwind gefragt im allgemeinen Chat. Niemand. Hab den Gold ins Gesicht geschmissen. Niemand. Das ist heftig. Das ist nämlich die letzte Quest, die ich brauche, um alle Kapitel zu beenden Sturmwind, wollte ich schon sagen. Sturmgipfel. So rum. Es wird nicht das letzte Mal passieren, glaub mir. Das Problem wirst du noch öfters haben. Ja? Bis jetzt bin ich eigentlich ganz gut durch WOTLK gekommen. Du spielst einen Allianzler auf einem Horden-Server. Es gibt, weiß ich nicht, wie viele 100 Hordler noch. Und die sind alle Max-Level. Also ich muss sagen, ich fand BC schlimmer, was so Gruppenquests betrifft. Aber ich bin da irgendwie gut durchgekommen. Nur bei der einen Quest, da hätte ich im Auktionshaus sonst wie viel 1000 Gold ausgeben müssen. Gruppenquests. Ich teile die Quest mal. Kannst du aber vielleicht auch noch was abstauben? Noch nicht. Ich torte gerade. Wäre gerade schlecht. 5000. Ich habe nämlich gedacht, hey, mit einem Mage bin ich schneller in Nordend, als wenn ich selbst, wenn ich den Druiden nehme. Und der Mage ist auch 50, von daher. Ist zum Glück auch nicht so weit weg von Dalaran. Aber ist echt heftig. Ey, ich habe gerade Mindfuck des Todes gehabt. Ich habe jetzt erst rausgefunden, dass Muradin, Bran und Magni Brüder sind. Ich habe die Quest-3 ehrlich gesagt nie richtig gelesen. So. Ja, die haben übelst schnell gesprochen. Ich habe mich auch aufgeregt. Die vertonen jeden Scheiß, jedes Mal, wenn Arthas auftaucht. Okay. Auch wenn es nur zwei Sätze sind, vertonen die. Und dann hast du hier so einen übelsten, lore-triefenden Dialog zwischen drei Brüdern. Zwischen drei Brüdern, die richtig große Auswirkungen hatten auf die Rockworth-Geschichte. Und dann vertont die das nicht. Durfte ich alles selber lesen. Fühl ich nicht okay. So. Dreckshab hier. Toll. Jetzt drück mir mal die Daumen, dass das alles klappt. Das mal. Erfüllst sich die Voraussetzungen. Okay. Nee, hier steht auch schon Zeitwarnungskampagne Fall des Lichtkönigs. Ihr könnt einander erst sehen, wenn eure Mitspieler die Zeitwanderung verlässt. Oder... Ich habe jetzt mal synchronisiert. Eure Stufe ist jetzt auf 50 beschränkt. Du bist im Kriegsmodus, deswegen kann ich dich nicht sehen. Geil! Egal, rausgehen kann ich ja. Genau, müsstest du jetzt mal zum nächsten Ruheort. Ach, also wieder zurück nach Dalaran. Nö, K3 reicht ja, Gasthaus. Also, ich glaub, Dalaran ist schon näher zu der Quest. Also, ist halt die Frage, wo hier Ruhebereich ist. Dalaran ein Ruhebereich? Ja. Ja, dann passt das ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass K3 für dich dichter dran ist. Ich sehe Dalaran vom Questgebiet aus. Okay. Schön, ich flieg dorthin, wo du warst, du fliegst dorthin, wo ich bin. Toll, ne? Finden Sie den Fehler? Ey, krass, dass du von Sunlight auf Moonlight gekommen bist. Ja, ne? Das hab ich jetzt erst realisiert. Alles mit Light am Ende.
So. So hat das Chaos begonnen. Kriegsmodus. Zack. Deaktiviert. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut. Ich probiere nochmal die Quest zu teilen. Es Jawohl. Funktioniert tatsächlich. Tretet die Seelenschmiede von der Seite der Eiskron-Zitadelle und findet Lady Jaina Brachmir. Ups, falsche Seite. Falsche Quest. Abbrechen? Ich dachte mir auch gerade, warum? Du hast nichts von der Annie gesagt. Geil, die kann ich gar nicht. Quest nee, pausieren? Brauchst du auch nicht. Wie diese Quest ist pausiert. Ihr wollt mich verarschen, oder? Poste sie doch mal, das wäre mir ja schon mal eine Hilfe. Da steht, diese Post ist, diese Quest ist pausiert. So, Moment. Ja, es könnte zusammenhängen. Also du befindest dich auch in einer anderen Phase, das hängt damit auch zusammen. Ich habe diese Synchronisation aktiviert, weil ich dachte, das macht Sinn. Geil. Ja, wir müssen gucken. Ich muss jetzt auf der Karte einfach schauen, wo du stehst. Hier oben. Komm hier hoch. Ich kenne die Quest, glaube ich, sogar. Ja, da oben sehe ich dich. Alles gut. Und Syrana sich auch. Es ist die Frage, ob die Quest bei mir geht, weil wenn da steht pausiert. Gruppen synchronisiert. Warte. Quest und Stufen synchronisiert. Ich beende das jetzt. Ja, jetzt ist sie. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. Och, ich weine. Probieren wir es doch einfach aus. Selbst wenn es nicht klappt, dann gehe ich auf einen anderen Char oder so. Wir gucken dann. Ja. Ich habe hier eine Menge Chars. Sehr so, gut. Impuls. Geil. Müsstest du die nicht? Natürlich. Ich bin gleiche Stufe wie sie. Ah, verstehe. Das ist jetzt durch die Synchro wird das jetzt interessant werden. Aber warum pausiert es da die Quest? Ist ja richtig dumm. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Also wenn ich jetzt gesagt, kurz davor die Synchronisierung aufhebe. Nee, da, lass das sein. Wir probieren es erstmal so aus. Das wird unangenehm. Ist gleich vorbei. Scheiße. Herr Walkon, machen Sie bitte Damage. Ja. Ja, hat nicht gezählt. Oh, ich weine. Warte mal. Wenn du... Ich überlege gerade, was passiert, wenn du jetzt die Zeitwanderung beendest, aber die Quest hast du ja trotzdem. Verstehst du, was ich meine? Das Problem ist nämlich jetzt, dass du in einer Zeitwanderungskabine steckst. Würde ich jetzt behaupten. Ja. Aber deswegen müssen wir synchronisieren, glaube ich. Aber wenn ich die Gruppensynchronisierung kurz bevor die tot ist, deaktiviere, dann bist du zwar weg, aber ich schaff die, also wenn das gerade eben... Ach so, du meinst, dass wir zusammen runterklappen, kurz bevor sie tot ist, gehst du dann praktisch aus. Ja. Ist die schon wieder da? Ne? Ja, doch, die ist wieder da. Da oben. Ja? Ja. Ich sehe sie nicht. Ich kann dir auch Vielseitigkeit, Stärke. Nee, ich bin Eichi. Ich sollte mir eigentlich einen Heiltrank erstellen können. Heiltrank der Küste erstellen. Okay. Dann machen wir das gerade gleich nochmal. Mal gucken, ob man das austricksen kann. Ich finde das assi. Ich habe eigentlich versucht, mit Posten über sie festzufrosten, aber das hat gerade nicht funktioniert. Die frostet mich immer fest. Okay. Probieren wir es mal. Ready? Jo. So, dann komm mal runter, mein Fräulein. Bin halt auch mit Mage nicht so bewandert, ne? Zum Not muss ich auf einen anderen schauen. Und Hände. Ich würde lachen, wenn die jetzt resettet und dann Instant Full Life hat. Weine ich einfach. Ups, falsche Farbe.
Oh, du musst mal kurz die Akro ziehen. Ja, ich gebe mir Mühe. So, warte. Ja, habe ich. Na, jetzt musst du nur noch überleben. Ich habe überlebt. Hast du es geschafft? Ja. Gezählt? Ja. Da siehst du. Wir sind schlauer als das System. Schlauer als Blizzard. Okay. Blizzard ist das System. Ich find's trotzdem krass. Du hast diese Synchronisation, dann aktivierst du die und die Quests sind pausiert. Ja, weil du in der Zeitwanderung bist. Ja, aber wozu gibt's denn sonst diese Synchronisation? Ich dachte, das ist dafür gedacht, dass man... Ja, du musst aber schon in derselben Phase von der Grundsatzgeschichte her sein. Ich denke mal, die Synchro und diese Zeitwanderung, die kooperieren nicht zusammen. Ah. Das heißt, die Person, mit der du synchronisierst, die sollte auch in der Zeitwanderung Lich King sitzen. Verstehe. Da ich in keiner Zeitwanderung sitze. Okay, witzig. Du hättest also theoretisch entweder rausgehen müssen oder ich hätte kurz nach. Aber angenommen, du hättest die Zeit, also die WOTLK Zeitwanderung komplett durchgespielt. Hättest du dann, also wäre das dann gelaufen? Habe ich noch nie probiert. Ah, keine Ahnung. Kann ich dir erst sagen, wenn ich mit meinem Fuchs durch bin. Hm. Okay, krass. Weil der spielt gerade WOTLK. Krass. Ja, vielen Dank für deine Hilfe. Sollen wir eine Quest hier abgeben? Noch was? Tatsächlich auch nicht. So ein Portal. Seelenschmiede. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe alles andere geschafft in Sturmgipfeln. Ja, vielen Dank, Frau Sunny. Ja, bitte beehren Sie uns bald wieder, aber nicht so schnell. Jetzt geht's Eiskrone. Hast du einen Tipp? Also, ich möchte so schnell wie es geht im Agentum-Kreuzzug anfangen, damit ich die Dailies da immer machen kann, in der Zeit, wo ich in dem Gebiet bin. Kann man da einfach hin und da sind Quests verfügbar oder wird man da erst hingeleitet durch eine andere Quest? Kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil ich die Questreihe genau in Eiskrone, wie von der du gerade sprachst, mit meinem Fuchs mache und bis jetzt bin ich nicht dort. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren. Weil ich hab hier bei der Agentum Vorhut, da beginnt man wahrscheinlich, ne? Ehre über alles. Ja. Ja. Und dann schickt er dich zu der Schwarzen Ritter-Questreihe und da bin ich immer noch. Also ich bin jetzt auch nicht jeden Tag bei am Leveln, deswegen kann man, Achtung, Schleichwerbung, kann man übrigens in meinem Kanal nachschauen. Oha, ja genau. Also falls du dich das wollen MMO ist. Online Plays, Sunny ist auch ein fleißiger Streamer und WoW-Veteran, kann man ja wirklich sagen. Schaut da gerne vorbei. So. Aber ich würde es im Zweifel würde ich es einfach ausprobieren und hinfliegen. Ja. Weil eigentlich ist dieses Agentum-Ding ein extra Teil. Ah, okay. Es ist vollbracht. Vielen Dank. Ich habe mit Fjorlin gesprochen. Er sagte, dass seine Männer die Harpien unter Kontrolle halten werden. Solange wir sie im Auge behalten, werden sie nicht so schnell wieder den Mut haben, meine Leute anzugreifen. Mir ist klar, dass das keine sehr angenehme Aufgabe war. Nehmt dies als Zeichen meiner Anerkennung. Geil. Wup, 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 wup. Und damit hätten wir die Sturmgipfel abgeschlossen. Ich bedanke mich bei Sunny und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tüdelü.